Teams als Telefonanlage für mittelständische Unternehmen. Ihr Unternehmen beschäftigt etwa 50 bis vielleicht 3000 Mitarbeiter und Sie fragen sich, ist Teams als Telefonsystem eine gute Lösung für den Ersatz der Telefonanlage? Meine Antwort auf diese wichtige Frage hat sich in den letzten Jahren verändert. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Heute sehe ich das anders. Nicht zuletzt deswegen, weil wir selbst vor circa 2 Jahren unsere Telefonanlage mit Microsoft Teams vollständig ersetzt haben. Um zu klären, ob dies auch der richtige Weg für Ihr Unternehmen ist, gibt es zunächst einmal ein paar wichtige Dinge zu prüfen. Das erste, worüber Sie nachdenken sollten, ist Ihre Lizenzstufe. Also welche Office 365 Lizenzierung Ihr Unternehmen hat. Wenn Ihr Unternehmen derzeit über E5 Lizenzen verfügt, zahlen Sie bereits für die Telefonsystemfunktion und die Konferenzfunktion bei Teams. Das ändert die Zusatzkosten für den Einsatz von Microsoft Teams als Telefonsystem für Sie natürlich enorm. Sie sparen sich ca. 8 bis 12 Euro pro Monat pro User im Vergleich zu anderen Unternehmen, die noch nicht über E5 Lizenzen verfügen. Da Sie bereits in Ihrem Lizenzpaket eine Funktion enthalten haben, die faktisch schon bezahlt ist, nur noch nicht von Ihnen genutzt wird, lohnt es sich für Sie ganz besonders, eine Nutzung von Teams als Ersatz oder Ergänzung Ihrer Telefonanlage in Betracht zu ziehen. Wenn Sie über E1 bis E3 Lizenzen verfügen, benötigen Sie von Microsoft eine zusätzliche Telefonielizenz, einen sogenannten Calling Plan. Also einen Telefontarif und einen SBC, einen Session Border Controller. Sofern Sie einen Drittanbieter, wovon es mehr als 100 gibt, hierfür nutzen, sparen Sie sich Geld und bekommen auch den Session Border Controller im Paket und günstiger aus der Cloud. Das Ganze startet bei nur ca. 10 Euro pro User pro Monat. Um festzustellen, ob sich das für Sie lohnt, sollten Sie sich fragen, wie ausgeprägt die Nutzung und Akzeptanz von Microsoft Teams in Ihrem Unternehmen ist. Ob eine optimale Collaboration oder eher eine optimale Telefonielösung im Fokus Ihres Unternehmens steht. Ist es die reine Telefonie, die entscheidend für Sie ist, dann lohnt es sich für Sie nicht, diesen Video jetzt weiter anzusehen. Wenn jedoch die Telefonie in Ihrem Unternehmen eher ein Beiwerk als eine Kernapplikation ist und die Collaboration, also die moderne Arbeitsweise, bei Ihnen im Vordergrund steht, empfiehlt es sich auf jeden Fall, Teams als voll integrierte, einfache und standortunabhängige Kommunikationsplattform und Telefonanlage in Betracht zu ziehen. Also Ihre gesamte Telefonie in Teams als Ihrem Haupt-Collaboration-Tool zu integrieren. Es macht einfach großen Sinn, Ihren Usern dies zur Verfügung zu stellen, mit Soft- oder Hardform. Moment, werden Sie nun sagen. Wir benötigen aber komplexere Telefoniefunktionen wie Chefsekretärin, Skill-Based Routing, Voice Recording, Integration in ERP oder CRM-Applikationen und so weiter. Das bietet Teams doch gar nicht, sagen Sie. Und darüber hinaus sind Ihnen die Telefongebühren der Microsoft Calling Plans viel zu teuer. Ja, da haben Sie recht. Sie benötigen auf jeden Fall eine Drittanbieterlösung, mit der die Restriktionen von Teams aufgehoben werden. Hierfür gibt es Drittanbieter, diese integrieren sich sogar nativ in Teams und bilden so alle Zusatzfunktionalitäten ab, die Sie bei Ihren jetzigen Systemen bereits nutzen. Ja, das geht und ist genial. Da es über 100 solcher Drittanbieterlösungen verschiedenster Couleur gibt, kann ich an dieser Stelle leider nicht erschöpfend darauf eingehen. Aber glauben Sie mir, wir haben eine Lösung für genau Ihren Bedarf. Stellen Ihnen gerne einen Proof of Concept zur Verfügung und geben Ihnen wertvolle Tipps bei Auswahl und Migration Ihrer Teams Drittzulieferer. Und wir reduzieren dabei auch gleich die Kosten der Microsoft Calling Plans für Sie. Standardübergreifend und weltweit. Somit haben Sie unternehmensweit nur noch eine Kommunikationszentrale mit hoher Integrationstiefe in bestehende Systeme, hohen Komfort für Ihre Benutzer und überschaubare Kosten.
Im Rahmen einer Total Cost of Ownership Betrachtung Ihrer jetzigen Telefonielösung können Sie sich gegebenenfalls sogar Kosten sparen. Ach ja, und für die Techniker unter Ihnen noch eine Information: Einen eigenen lokalen Session Border Controller müssen Sie natürlich auch nicht kaufen. Schauen Sie sich meine weiteren Videos zum Thema Teams und Telefonie an, in denen wir noch viel detaillierter auf dieses spannende Thema eingehen. Es ist definitiv eine Überlegung wert, Teams als Telefonsystem für Ihr Unternehmen einzusetzen. Wir bei SafeCall machen dies bereits seit einigen Jahren. Fragen Sie uns gerne zu unseren eigenen Erfahrungen und den Vor- als auch Nachteilen von Teams. Berichten Sie uns über Ihre Bedenken und Herausforderungen in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie die besten Anbieter für eine Telefonielösung mit Teams finden möchten, können wir Ihnen helfen. Und zwar ziemlich schnell. Sparen Sie sich das Googlen, kontaktieren Sie einfach mich. Sprechen wir. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie mich an oder senden Sie eine Mail. Wir helfen Ihnen gerne, sparen Ihnen eine Menge Zeit und möglicherweise bewahren wir Sie davor, eine Lösung zu wählen, mit der Sie später nicht zu 100% zufrieden sind. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Sie abonnieren unseren Kanal und geben uns Ihren Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.